jetzt mit dem Thema Pool im Garten. Wer hätte den nicht gerne, vor allem wenn es jetzt Sommer wird? Und im Studio begrüße ich ganz herzlich Matthias Saum. Hallo, grüß Gott. Schön, dass du da bist. Wir duzen uns ja, weil wir uns ein bisschen kennen. Matthias, wie ist denn die Nachfrage in den letzten Jahren nach dem Thema Pool im eigenen Garten gestiegen? Also klar, Poolfläche, Wasserfläche im Allgemeinen kann man ja sagen, ist exorbitant gestiegen, weil aufgrund der ganzen Situation bzw. der Corona-Krise, man konnte ja auch nicht mehr reisen, man konnte nicht mehr wegfliegen oder ans Meer fliegen. Und da haben sich die Bauherrschaft natürlich gedacht, also wenn ich schon nicht weg kann, dann mache ich mir natürlich die eigene Wohlfühloase zu Hause. Ja, also auf jeden Fall sehr stark gestiegen. Was ist jetzt bei den Kunden am beliebtesten? Ist es eher der große Pool, ist es das Planschbecken, ist es der Naturpool? Also es gibt ja drei verschiedene Arten von Wasserflächen, sage ich jetzt mal. Einmal der ganz normale Becken oder das GFK-Becken oder die Poolfläche besser gesagt, der Schwimmteich und auch der Naturpool. Und aus der Historie heraus oder aus der Erfahrung heraus kann man sagen, dass wirklich die reine Swimmingpool-Fläche bzw. Swimmingpool-Becken auf jeden Fall am gefragtesten ist. Was ist jetzt das Swimmingpool-Becken? Du hast auch, was ist das Swimmingpool-Becken oder GFK-Becken, weil du gerade gesagt hast? Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Also, es ist im Prinzip eine vorgeformte Beckenform aus GFK, nennt sich das. Und es ist im Prinzip eine vorproduzierte Wanne, die kann ich dann im Anschluss oder beziehungsweise nach Belieben dann auf meine Bodenplatte zum Beispiel stellen. Also im Prinzip alles schon vorgefertigt und relativ einfach dann auch zum Handhaben beziehungsweise zum Einbauen. Jetzt sehen wir immer die Bilder danach, wenn alle glücklich ins Wasser hüpfen. Ne? Genau. Aber ich glaube, man sollte vorher ein paar Dinge beachten. Gibt es eigentlich so etwas wie eine perfekte Fläche im Garten für den Pool? Also ja, die Lage ist natürlich auch entscheidend. Wie sind einfach auch die Gegebenheiten vom Garten? Ist der Pool jetzt mehrere Meter natürlich entfernt oder kann ich direkt von der Terrasse oder von meiner Terrassentür natürlich in diesen Pool springen? Also es kommt natürlich auch darauf an, wie ist einfach auch dann die Gartenplanung dann im Anschluss ausgelegt. Und von dem her sollte man die Poolfläche meines Erachtens relativ nah an die Terrassenfläche machen, dass man einfach einmal den Sitzplatz natürlich hat und dann im Anschluss sich die kühle Erfrischung dann erholen kann. Ja. Genau. Jetzt gibt es im Voraus ja auch in Deutschland ganz schön viele rechtliche Fragen zu klären. Was sollte ich eigentlich rechtlich beachten? Oder kann ich einfach einen Pool bauen? Also das ist immer sehr gefährlich, einfach zu sagen, okay, jetzt baue ich meinen Pool in meinen Garten rein. Also wichtig ist natürlich immer, in den Bebauungsplan reinzuschauen, was ist natürlich örtlich erlaubt, was ist mein Baugebiet erlaubt, welche Abstandsflächen muss ich natürlich einhalten. Also von dem her lohnt es sich immer, in den Bebauungsplan nochmal reinzuschauen, bevor ich natürlich offiziell mit dem Bau loslegen kann oder darf. Jetzt kommen wir mal zur Gartengröße. Oft sehen wir richtig schöne Poolanlagen, da denkt man, naja gut, du hast so eine halbe Pferdekoppel als Garten. Wie groß sollte ein Garten jetzt sein, dass sich ein Pool überhaupt rentiert? Weil so eine 2x2 Meter Krötenpfütze ist ja für mich noch kein Pool. Richtig, ja. Also man geht ja davon aus, dass so die standardisierte Größe eines Pools so 3,50 auf 7 Meter sein sollte, dass man einfach auch mal ein paar Züge natürlich schwimmen kann. Und von dem her wäre es natürlich schon immer toll oder wünschenswert, um einfach da die optimale Lage zu bekommen. Also ich sage jetzt mal, 100 bis 150 Quadratmeter würden schon gut tun, aber nichtsdestotrotz, man kriegt auf kleinere Flächen natürlich auch mit einer Gartenplanung eine schöne Platzierung der Poolfläche natürlich hin. Wir waren gerade beim Baurecht, es gibt ja auch das Nachbarschaftsrecht. Gönnen die Nachbarn eigentlich den anderen ihren Pool oder gibt es da schon lustige Geschichten? Also da gibt es sicherlich lustige Geschichten, was natürlich der Nachbar zum anderen Nachbar mit dem Poolbau natürlich auch sagt oder vielleicht auch definieren möchte. Also wichtig wäre es auf jeden Fall schon, da mal den Nachbarn in Kenntnis zu setzen, was man natürlich vorhat. Und ich sage auch immer, wenn alle Bescheid wissen, dann gibt es da auch meistens weniger Hürden, um meinen eigenen Pool zu realisieren. Okay, weil die Zeit langsam davonläuft, noch zwei Fragen. Man hört immer Kosten für den Pool, was man aber oft vergisst, sind ja die Nebenkosten oder die Baukosten auch. Genau. Was für Kosten kommen da noch dazu? Also klar, ich muss natürlich jetzt nicht nur die reine Poolwanne und die Technik natürlich mitkalkulieren, sondern da gibt es ja im Prinzip dann auch noch Erdaushübe bzw. Bodenplatten, Auffüllarbeiten und vielleicht möchte ich natürlich auch nochmal einen schönen neuen Plattenbelag oder Terrassenbelag um meinen Pool herum. Also da sind wir natürlich schon auch in einem Kostenrahmen von, sag ich mal, von einem guten, hochwertigen Mittelklassewagen. Und was kostet jetzt der Pool ungefähr? Also je nach Größe natürlich, das ist natürlich auch immer zu definieren, was für ein
Pool möchte ich natürlich haben, wie groß soll der sein, hat er eine Beleuchtung drin, hat er noch eine Gegenschwimmanlage oder eine Gegenstromanlage mit drin. Also da ist natürlich auch ein Kostenrahmen von so circa 30 bis 50, 60.000 zu definieren. Ja? Okay, abschließende Frage noch. Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja heute auch eine große Rolle. Ist das bei Leuten, die einen Pool haben, überhaupt wichtig oder steht da der Spaß im Vordergrund? Also natürlich, wenn ich mir die Poolfläche oder eine Wasserfläche anschaffen möchte, steht natürlich erstmal so ein bisschen dieser Wohlfühlfaktor eine sehr, sehr große Rolle. Ich möchte natürlich meinen Spaß im Pool haben, ich möchte meine Abkühlung haben. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich immer und auch in der heutigen Zeit sehr stark im Bewusstsein von den Bauherrschaften, wie kann ich natürlich nachhaltig sein, was ist nachhaltig oder was ist nachhaltig in meinem Garten. Also ich würde sagen, nach diesem Wohlfühlfaktor ist auf jeden Fall die Nachhaltigkeit schon eine sehr, sehr große Rolle oder eine sehr wichtige Rolle. Matthias, vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.